Die Gewaltexzesse rund um das Bundesligaspiel am Samstag zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC 2:2 haben ein sportjuristisches Nachspiel. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußballbundes DFB wird gegen beide Clubs ein Ermittlungsverfahren einleiten. Das entspreche dem üblichen Prozedere in solchen Fällen, teilte der DFB am Montag mit. Beide Clubs werden zu Stellungnahmen aufgefordert. Nach der Auswertung der Antworten sowie weiterer Materialien wie TV- und Videoaufnahmen oder Sicherheitsberichte wird der Kontrollausschuss zu einem späteren Zeitpunkt über den weiteren Fortgang der Verfahren entscheiden. Krawalle von Hertha-Fans in Dortmund, 45 verletzte Personen Berliner Ultras hatten Polizisten attackiert und Sanitäranlagen zerstört, 45 Personen wurden verletzt. Die Polizei in Dortmund richtete daraufhin eine Ermittlungskommission ein, die erste Erfolge verkündete. Die Straftäter seien umfangreich videografiert worden, hieß es. Ob die Chaoten ermittelt werden können, bleibt fraglich, weil der Großteil von ihnen vermummt war. Punkt. Mehr zu Hertha BSC, Borussia Dortmund und der Bundesliga.